herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder für euch euer Lazy. Und wir zocken heute mal was an. Boah, lol, mein Auge zuckt alle null. Wir zocken heute was an. Und zwar ist das Days Gone. Das Spiel, das jeder kennt. Manche lieben es, manche hassen es. Egal, scheiß drauf. Ich wollte jetzt voll das komische Intro so machen, aber drauf geschissen. Wir haben es im Stream angezockt, deswegen wir werden hier auf jeden Fall nicht von vorne starten. So, ich muss jetzt mal so gucken, dass es auch von der Facecam her so aussieht, als würde ich so ins Spiel reinschauen. Und dann müssen wir noch gucken, ob überhaupt die Facecam gut sitzt. Aber ist auch wurscht. Ich habe mir heute gedacht, meine lieben Friends, ja, das wird kein Let's Play, sondern es wird halt so in der Special Playlist so ein bisschen landen. Ja, ich habe jetzt da ultra Bock drauf. Ja, guck mal rein. Ich habe mir heute auch zum Thema gemacht. Thema ist Flugzeug. Thema ist definitiv Flugzeug, weil meine PlayStation 4, ja, bei diesem Spiel, ich habe schon Spiele gezockt, Leute, anders, ja, aber bei diesem Days Gone ist so Transformer-Feeling am Start, ja. Da wird meine PlayStation 4, die wird da eiskalt zur Turbine. Ja. Wer das auch kennt, man darf es gern mitteilen, wenn es irgendwelche Tipps gibt, außer das Ding auszustecken. Wenn es Tipps gibt, um das leiser zu machen, bitte gerne. So. Haben wir In-Game Sound? LOL, ich bin so behindert. Moment. Ah ja. Jawohl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Habe ich jetzt hier im Video die Audio-Einstellung gemacht, ja, weil meine PS4 wieder absolut in den Turbinenmodus geht. Wir sind auf jeden Fall, wir haben ein bisschen im Livestream angezockt und ich bin nur hier wieder zurückgelaufen, weil halt so Homespot und so, ja, also es hat jetzt keinen spezifischen Grund, warum ich hier bin, das wird von der Story hier nichts mehr getriggert, ich weiß gar nicht, warum ich meinen Kopf so behindert hin und her bewege. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier, hier so ein Paketchen geholt. Geht das überhaupt von der Lautstärke her? Ja, ich glaube, ich mache das Game noch mal ein bisschen lauter. Ich lasse rollen, Sprit sparen und so. Man kennt ihn. So gleichzeitig. Okay. Jo. Wir fahren. Halt! Stopp! Jagd auf Fliehen. So, jetzt. Jetzt haben wir das. So, jetzt läuft das. Also, nochmal. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Days Gone. Dem Spiel, das man... Schnauze, ich bin gerade beim Anmoderieren. Das Spiel, das man wohl noch auf keinem YouTube-Kanal gesehen hat. Ja. Was soll man groß sagen? Die Turbine ist am Start. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon zwei oder dreimal erklärt. Ich weiß nicht, was da alles im Video landet und was da rausgeschnitten wird. Ich will einfach sagen, es wird kein regelmäßiges Let's Play so. Es wird... Warte mal, jetzt ist halt die Facecam halt voll über der Minimap. Warte mal, das richten wir mal ganz kurz. Ich setze einfach mal hier hoch. Hey. Ja, Schnauze. Zack. Erstmal den über den Haufen fahren. Ja? Zack. Null! Alter! Okay. Fängt ja einfach gut an, Alter. Zack. Okay. Ich hatte die Steuerung eigentlich schon ganz gut drauf, wo wir es im Stream angezockt haben. Aber jetzt gerade komme ich mir wieder absolut los vor, Alter. So, zack. Auf jeden Fall mal zack. Mit dem Messerchen mal ganz kurz. Im Kopf mal nachgebohrt. Irgendwie müssen wir... Scheiße, ich habe ja gar keine Ausdauer mehr. Ich komme nicht. Irgendwie müssen wir auch mal nachbohren, was denn bei den werten Herrschaften hier in den Gehirnen so schief läuft. Ah! Auf jeden Fall bester Start, Alter! Nein! Okay, das Game. Man, ihr habt ja mit Sicherheit der, wo sich das an. Ah! Der hat es sicherlich schon irgendwo mal gesehen. Es ist jetzt nichts Neues so. Für mich ist es tatsächlich noch relativ neu, weil ich habe mir eigentlich die ganze Zeit vorgenommen, es zu zocken. Es hat einmal für den Stream gereicht, aber für mehr muss ich gerade ehrlich sagen. Nein! Okay. Alles klar. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Scheiße. Okay. Was? So, jetzt nochmal. Bei Days Gone. Das Spiel, das man bestimmt bei noch gar keinem anderen YouTube-Kanal gesehen hat. Außer bei meinem natürlich.
Der Witz wird nie alt. Wir sind hier mit unserem Dirtbike unterwegs. Wir haben ein bisschen Drogen geladen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß es nicht mehr safe, um ehrlich zu sein. Das letzte Stream ist tatsächlich schon ein oder anderen Moment her. Es ist einfach... Ja, keine Ahnung. Wie will ich jetzt das Thema normal anschlagen? Es ist ja und bleibt ja ein Traum, denke ich mal. Ja, man hofft natürlich, dass der Traum auch irgendwann so in Erfüllung geht, so, aber so YouTube machen und so, so ein bisschen hier auf boah, ja, meinen eigenen Kanal, aller. Ich vergesse mal, wie nach sein. Er labert ja die ganze Zeit. Stimmt, so eine Karte muss. Frag mich nicht wie. So, auf jeden Fall. Es ist ja alles schön und gut, so seinen eigenen Kanal zu betreiben. Ich bin auf den auch sehr stolz, weil es eben was ist, was ich selber erschaffen habe. So. Ich meine natürlich niemals der Erste und so, aber ich glaube, das trifft gerade in eine falsche Richtung ab. So. Ja, wir haben da mal ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen, dann checken wir doch mal direkt ab, was da los ist. Ja, ja, Maul. Was ist mit dir? Oh, was zum Teufel? Das sollte ich mir mal anschauen. Lol. Was ist denn jetzt passiert? Okay, Lul. Halt, Moment, wir gehen mal hier absolut in Deckungsposition. Weil wir werden hier gerade noch hart verfolgt. Wir gucken mal, dass wir da mal wegsneaken können. Ja, auf jeden Fall. Stolz, so eigener YouTube-Kanal und so, aber das ist und bleibt einfach ein Hobby so. Schließ! Yeah. Geil, Alter. Oh. Nee, ich bin nicht da. Jungens, ich bin nicht da, habe ich gesagt. Bring die Scheiße aus dir raus. Sehr schön. Na, gib mir deine Ohren. Das ist sowieso das Geilste. Man sammelt von dem die Ohren. Der hat einen harten Fetisch, der Junge. Okay, man muss hier... Was heißt, man muss... Man kann das Spiel eigentlich echt auf verschiedene Arten spielen. So. Weil ich denke, ich sage euch da jetzt nichts Neues. Und schließt! Ein bisschen stealthiger. Ja. Ich weiß auch nicht, was immer die Gesichtsentgleisung von mir soll. Das dürfte mir auch nicht übel nehmen. Okay, da hat uns, glaube ich, jemand gesehen. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Wir haben mich beide gesehen, Alter. Okay, dann erstmal weg. Aber die Sache ist, du kannst hier nirgendwo hin. Scheiße. Okay, dann müssen wir halt fighten, Alter. Jo, da kriegst du einfach die Tür nicht zu. Das ist heftig. Aufsteigen und weg da. No. Nee, lass mal gut sein, Alter. Nee. Ah ja, Fahrerskills sind am Start, on point. So, da wollten wir auch hin. Jo, jetzt hatte ich halt wieder das Problem. Es hört einfach nicht auf. Du willst halt mal so ein Fragezeichen dir mal so angucken, aber es hört einfach nicht auf mit dir. Das ist halt übel. Ja, wo waren wir? Wir waren stolz YouTube-Kanal und so. Und ja, ich weiß, dass es nichts Großes und so. Und da gehört so fucking viel Glück dazu, dass es überhaupt was wird. So. Und ja, keine Ahnung. So, ich habe mir halt schon so einen gewissen Standard, der wohl für den einen oder anderen wahrscheinlich so nichts ist. Also ich weiß, dass es da 150, was weiß ich, eure Einheit entscheidet selber, ob es Bananen sind oder 1000 oder keine Ahnung, ja. Die war einfach so viel. Die habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Wesentlich bessere Videos machen. Ja. Wesentlich. Ich meine... LOL. Jetzt ist aber gerade so auf dezent, hat meine Dartscheibe gemeint, sie muss jetzt... Einfach mal runterfallen. Verdammte Freaks, weg von hier! Okay. Ich habe aber so gefühlt, so tankmäßig sieht es bei uns jetzt halt überhaupt nicht gut aus. Ja, das sieht nicht gut aus.
Wenn wir hier anhalten. Moment, Concentration ist on, aller Speeds. Geil. Wir machen. Lol. Eigentlich ein bisschen an Munition rankommen. Munition und Tank. Weil jetzt sind wir bis zur Quest gefahren. Yes. Und ich habe immer noch nicht gesagt, was ich hier machen will. Also kein Let's Play an sich, sondern so, das landet bei mir hier so ein bisschen auf der Specialist. Weil ich habe ja schon hier zwei Projekte am Laufen und ich wollte eigentlich nie, dass es mehr wie zwei sind, dass man halt nie den Bezug so richtig dazu verliert. Und ein Nero-Evakuierungshinweis. Ich weiß noch, wie sie den Scheiß massenhaft verteilt haben. Ah ja, guck ihn dir an. Oh, 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 oh. Was willst du denn? Hallo? Ja, dann... Ah ja. Also, die sind... Ja, hat das gereicht, ja. Gott sei Dank. Gib mir deine Ohren. Danke. Das gibt das Motorrad, da gibt das Motorrad keine Liebe zurück. Ach, gucke. Lappen wir alle. Sitzt doch hier schon vor der Plaisy. So. Das hat mich jetzt echt komplett rausgeschmissen. Mit der Dartscheibe, Alter. Heftig. Okay. Sprit ist knapp. Das ist ein Problem. Das ist ein krasses Problem. Aber trotzdem sagen, ein bisschen trägt sie uns noch weg. Lassen die mal so ein bisschen an der Seite stehen. So ein bisschen unauffällig. Jetzt passe ob. Was ist jetzt hier? Verbrenne. Alvarez. Okay. Verbrenne Leiche. Alles klar. Okay. Ich denke, wir haben da was am Start. Keine Sorge, Alvarez. Ich überlasse dich nicht den Freaks. Ruhe in Frieden. Das passt. Sie kriegen dich nicht. Oder? Ja, korrekt. Sehr gut. Also, wenn wir schon da sind. Wenn wir schon da sind. Rosa, hörst du mich? Ja, Dick. Ich hab's geregelt. Was mit Alvarez? Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hätte sie. Dicken Ende. Ach ja, stimmt. Der gute Mann. Der hat seine Frau verloren. Diesmal vor längerer Zeit. Weg so. Ja, die wurde halt getrennt so. Und ja, wer Bock hat, kann sich einfach mal in den Stream reinschauen. Ist auf jeden Fall verlinkt unten. Da waren wir nämlich hier schon. Deswegen erinnere ich mich hier so ein bisschen. Und da haben wir aber auch dieses schöne Nest von denen nicht gefunden. Ah ja. Was ist das? Nestrückstände. Bolzen. Mhm. Okay, mit dem Bolzen. Moment, mit dem Bolzen? Okay. Was ist das jetzt? Zedernsetzung. Ah, Setzling. Ah, Setzung. Lol, ich bin zu dumm. Setzling. Ach ja, ja, es ist gerade aktuell 0.17 Uhr und ja, ich habe halt Frühschicht so. Also um 5 Uhr ist ja Nacht wieder vorbei, aber ich möchte ja das. Ich möchte ja hier wirklich. Ich habe versprochen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Scheißegal, ob ich jetzt 10 Abonnenten habe oder 1000 oder 1 Million, ist ja scheißegal. Ich möchte das machen und mein Gaming so ein bisschen mit euch teilen, aber ich habe hier so das Gefühl, hier werden wir nicht glücklich. Hier am Start schließt. Es kann halt jederzeit, kann dich halt von jeder Seite so einer anspringen. So, das ist halt schon ein bisschen. Bin ich da? Ein bisschen belasten. Alter, hier sind halt so viele. Schlitzer. Stürmer. Ich mach dich weg, Alter. Okay, ihn fangen wir ab. Oh, der dreht uns sogar noch den Rücken zu. Schlitzer. Ja, er hat uns schon gesehen, lol. Crazy. Crazy Action muss. Maul. Ja, das sieht man, die haben auch immer noch menschliche Züge, Alter, und schon ist der dritte am Start. Und jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los. So. Alter! 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 Okay, ich habe keine Ausdauer, das ist natürlich super geil.
Ja, und da sind schon die nächsten. Scheiße. Ausweichen. Ausweichen hier, A und O. Also wenn die tatsächlich, wenn es mal wirklich so weit kommt, so Zombie-Apokalypse und sowas, und man weicht die ganze Zeit so aus, also dann Respekt. Also ich könnte das nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen zu fett dafür. Ah, guck, da bin ich schon wieder. Ah, Mann, da passt ich schon wieder nicht auf, nicht zu gierig. Normalerweise Hit setzen weg da. Hit setzen weg da. So. Und irgendwann mal wird halt mal dezimiert so. Oh, da hatte ich Glück. Mann, jetzt müssen wir aber echt ein bisschen Ausdauer sammeln, Alter. Bumm. So, er ist hin. Aber das wird halt so safe nicht reichen, so, Alter. Vor allem, ich habe ja schon tatsächlich ein bisschen was gesehen. Man hat ja auch schon im Preview so drauf gesehen, wie es so aussieht, wenn man so richtig fette Horden hinter sich her hat. So, keine Ahnung, 500 Stück oder so. Alter, da bin ich jetzt schon komplett lost. Also, das ist halt rein gar nichts für mich. Ich kann nicht mal was herstellen dann. Schuss, also okay, das war eher komplett ungeplant. Das war wirklich komplett ungeplant. Oh nein. Das wird halt gar nichts. Nee, Mann, wir sind voll im Arsch. Ja, wenn du da halt nicht aufpasst, so, du bist halt sofort im Arschloch, Alter. Weil jetzt heißt halt ein bisschen Ausdauer regenerieren und hoffen, dass wir es irgendwie, dass wir irgendwie zum Bike jumpen können. Oh Gott, das wird anders. Nee, Mann. Ich brauch da gar nicht an zweiten denken, also. Okay, da sind wir wieder. Ich will das Nest haben. Und ich will es unbedingt. Was ist jetzt hier? Schließ! Ja, warte, ich habe einen Baseballschläger mit Nägeln, Alter. Was wollt ihr denn von mir, Alter? Schiss. Drei Hits und dann ist hier die Messe gelesen, Alter. Scheiße, ich verkack's mir hier gerade von mir komplett, Alter. Nein, er weicht aus und wenn sie ausweichen, dann kriegt man sofort immer den Gegeneinfluss ab, Alter. Okay, der ist auf jeden Fall besser als jede Waffe, wo man bisher schon so gesehen. Ach komm, das ist jetzt nicht wahr. Der ist. Oh, die sind satt. Oh, die sind safe satt. Die sind satt. Guten Hunger. So, das ist sexy. Da haben wir jetzt mal schon direkt. Der Basie, der ist nur auf alle. Ja, und den haben wir also auch direkt wieder repariert. Nehmen wir nochmal direkt Schrott mit. Ich weiß, da ist die Kavallerie am Anrücken. LOL! Was ist mit ihm falsch? Maul! Das kann. LOL! Maul! Eier! Nein! Scheiße! Jünge? Nee, du meinst das jetzt nicht. Wir sind ganz brav und lieb zueinander. Das sind wir. Jetzt schwitze ich aber gerade dezent. Jo. Sehr schön. So, und da zeigt einem, und das finde ich auch gut, und das sage ich jetzt ehrlich, das finde ich gut, das Spiel zeigt hier einem ganz klar die Grenzen auf. Wenn du zu dir selber sagst, du bist hier der Überficker. Wenn du hier selber von dir überzeugt bist und denkst, du bist hier der Überficker, dann sagt dir das Spiel einen Scheißdreck. Du bist hier gar nichts. Nur mein Problem ist, wir haben jetzt halt echt 0, gar keinen Sprit. Aber gar nichts. Kurz mal speichern. Geht das? Nee, kann ich nicht. Weil wir verfolgt werden, oder was? Ja, voll. Scheiße. Mann, ich wollte aber eigentlich mal echt ganz gerne mal speichern.
Speichert bestimmt den nächsten Affen rein. Ich kann nicht speichern, lol, vergiss es. Toll. Wenn mir halt jetzt so der Sprit so leer geht, Alter, dann ist halt voll Panik. Schnell speichern. Huch! Das ist gut. Obwohl, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das wirklich so gut war. Scheiße, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ja, dann schieb mal, Alter. Lol. Ja, das war's dann an der Stelle komplett. Okay, die alle müssen wir unbedingt wegrasieren. Unbedingt. Unbedingt. Puh, das hat geklappt. Gib mir deine Ohren. Danke. Scheiße. Der schiebt jetzt echt das Bike, Alter. Nein. Unbelohnt. Weißt du was, Kopf? Die Benzinpreise sind gerade echt geil. LOL! Nein! Wir sind komplett am Arsch! Nee! Ich glaube, ich muss dir Manieren einprügeln. Oh Gott, oh Gott. Okay, also die Geschichte. Vor allem, was mir halt auffällt, die Wölfe, die greifen halt niemals die Zombies an. Warum? Frech! Ach doch! LOL, was laber ich denn? Mega! Ihr fickt euch gegenseitig, was soll das? Und der Gewinner kommt zu mir. Lol, die haben sich gedoublekillt. Wie geil ist das denn? Mega. Vor allem, wir haben halt einfach kein... Wie viele war's? Nein. Oh Gott. Das ist unser Ende. Lol. Aber das ist ja noch gar nichts. Das ist ja wirklich noch gar nichts. Lol. Okay, das ist heftig. Es ist auf der einen Seite komplett cool. Aber auf der anderen Seite ist das viel zu heftig. Meine Hoffnung ist jetzt wirklich hier irgendwo noch Benzin zu finden. Aber das riecht hier nach Benzinkanister. Ich riech das wirklich, Leute. Hier muss irgendwo einer sein. Okay, hier braucht man gar nichts aufmachen. Benzinkanister. Ah, jawohl. Nur wir jetzt hier keinen Scheiß machen. Benzinkanister. Okay, korrekt. Und jetzt ganz vorsichtig. Als wäre nichts passiert. Lol, die wollten da gerade hinlaufen. Ich möchte jetzt eigentlich noch ganz schnell das Moped Druck betanken und dann geht's ab nach Hause, Alter. Scheiße. Aber für Bärchen ist immer Zeit, Alter. Vor allem, wenn es so eine Prachthimbeere ist, Alter. Reicht das? Geil, das reicht wirklich. Aber dass man den halt nicht mal mitnehmen kann oder so. Nee, er lässt den jetzt hier verliegen. Egal. Okay, wir sind wieder auf dem Moped, Alter. Da will ich ihn. Wo läuft er denn hin? Was ist seine Mission? Maul! Zerfickt, Alter. Ja, nee. Da halte ich jetzt nicht an. Bin ich jetzt nicht super. Kann ich so. Okay, wir haben noch 1,5 Kilometer. Zu mir hat der gute Monsuno gesagt, das hier, das Bike, das lässt sich so schwer steuern, Alter. Voll ungelogen. Ich sag ehrlich, ich hatte damit bis gerade eben noch überhaupt gar nicht Sinn. Ja. Ach ja, so, by the way, ich weiß, dass... Scheiße, stimmt, ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. 5 Nester. Ja, aber nicht mit der Gesundheit. Ganz riechen. Ja, das muss in der Nähe sein.
Nicht mit der Gesundheit, das wird einfach nichts. Nicht mit der Gesundheit. Nope. Bin ich nicht dafür. Autsch. Ich komme später zurück und beende dann die Arbeit hier. Genau. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf jeden nächsten Freitag. Ja. Wie schon der Opa immer sagt. Nice. So, auf jeden Fall. Über was ich eigentlich wirklich sprechen wollte. YouTube-Kanal. Ja. Es gibt... Ich muss sie ausräuchern, die Durchfahrt sicherer machen. Ja, ja. Nächstes Mal dann. Nächstes Mal, Bruder, nächstes Mal. So. Es gibt so viele unzählige... Ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Ja, richtig. So viele unzählige YouTuber, Kollegen, die wo ich kennenlernen durfte, die wo auch noch überhaupt keine Kohle mit der Geschichte verdienen. 0, gar nicht. Ja. Machen aber so nice Arbeit ab. Ja. Und ich meine, da muss man auch immer unterscheiden. Da gibt es die Sorte, die wo arbeitet, die wo voll berufstätig ist. Da zählt tatsächlich meiner einer auch dazu. Deswegen ist das auch nicht immer so, weil man muss schon immer aktiv sein, so Facebook und ja, was weiß ich, so Instagram oder keine Ahnung, so YouTube-Gruppen. Da gibt es echt viel Gutes und da gehen auch ganz viele Grüße raus an den Kev, der hat da hier richtig nice Gruppe am Start, der hat da was richtig Geiles ins Leben gerufen. Hilft, ist auf jeden Fall fett belohnt, so. Ganz fette Grüße so raus. Ja, aber der Unterschied ist, ich meine, mir ist es halt selber jetzt aufgefallen, ich habe mir jetzt heute mal wieder in Anführungsstrichen so ein kleines bisschen mehr Zeit genommen für das Borderlands, für die aktuelle Borderlands-Folge. Und ich muss auch selber feststellen, dass die Qualität, ich sag selber nicht, dass das eine richtig Bombenqualität war, was ich bis jetzt hatte, was ich so abgeliefert habe. Aber ich muss sagen, da war schon so das ein oder andere Zügerli war da am Start. Ja, das kann man schon mal so sehen. Lol. Geht hier nachher noch richtig der Punk ab? Klar, warum nicht? Wo ist unser Moped? Komm, Mann, ich will jetzt da ein bisschen weg, so. Ich will jetzt endlich zu dem Punkt. Ich wollte eigentlich straight noch ein, zwei Quests durchziehen, aber so das Ganze rumgesterbe und dann so, keine Ahnung, ein bisschen hier der Joke the Real Talk hier. Ja. Hat man alles schon mal besser gesehen, ist mir schon klar. Das Spiel ist richtig nice. Also, ich meine, klar, Geschmack, wir hatten es ja vorher schon. Aber mein Geschmack trifft es voll. Also, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt eine Runde pennen, Leute. Ja? Weil, am Arsch, kaputt, der gute Kollege hier, ja, der hat hier ordentlich jetzt was mitgemacht, der hat jetzt ordentlich auf die Fresse gekriegt, die letzte Stunde, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wie gesagt, da wird jetzt wahrscheinlich keine, oh ja, da wird jetzt keine, keine Regelmäßigkeit raus, ja, gucken wir mal, ich werde einfach ein bisschen was dazu hochladen, so, und ich hoffe, euch gefällt. Bleibt sauber und haut rein. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, euch gefällt.